Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sky Factory 3 oder auch 3. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen. So, hier ist ein bisschen was passiert. Ich habe hier mal so eine Umrandung rumgemacht, damit wir hier nicht mal so runterlatschen können. Da ist mittlerweile gut was gespawnt. Ich habe hier ein Bone Sword rausgemacht. Hier habe ich einen Achievement Stand gemacht und naja. So ein bisschen Loot habe ich dann auch schon mal gesammelt. Unter anderem 4 Enderperlen. Finde ich voll nice. Aber naja. Wir haben heute einmal vor, dass wir Lava generieren. Und zwar. Vielleicht sollten wir uns erstmal darum kümmern, dass wir das ordentlich zu essen kriegen. So, hier die Äpfel sind ja ganz nett, aber ich will daraus Apfelsaft machen. Weil der gibt schon mal viel, viel mehr Saturation. So, dafür brauchen wir einen Juicer und dafür brauchen wir Cleanstone. So, machen wir doch einmal. Einmal einen Ofen. Komm, platziere ich mal hier oben drauf. Dann nehme ich mir doch einmal die hier und mache das so. Und den Bogen kann ich dann auch mal wegwerfen. So, ich würde sagen, wir werden das hier auch einmal nach hinten verlegen. Können wir mal gerade machen. Und ich habe mir überlegt, wie wir als nächstes vorgehen sollten. Und ich glaube, das beste Ziel ist... Ja, herzlichen Glückwunsch. Das war ja jetzt wieder so etwas von klar. So. Ja, komm. Du fühlst dich da dann jetzt eh auf, oder? Genau. Gut, dann kann der Step da rein. Und naja, man sieht jetzt auch wundervoll, wie sich das da schon ansammelt. Aber naja. Wir machen mal schnell unsere Pressure Plate. Und haben einen Juicer. Und machen unseren Apfelsaft. So, der gibt uns dann schon 1000-mal Saturation. Super. Sehr, sehr schön. Also, was wir heute machen wollen, wir wollen einmal den Crucible machen. Der hier, dafür brauchen wir einen Unfired Crucible, der aus Porzellanklee besteht. Dafür brauchen wir Clay und Bone Meal. So, wir haben ja unseren Hammer im Inventar. Ich mache jetzt einfach mal 4 von den Claypopeln, also von den Dust-Teilen erstmal. So, zack. Zack. So, das können wir jetzt hier mit Wasser vermischen und wir kriegen Clay raus. Ah, da müssen wir jetzt mal kurz warten. Oder wir können ja schon mal hier weitermachen. Wir brauchen erstmal nur 2. Denn da kriegen wir ja bekanntlicherweise 8 raus. So. Damit hätten wir schon mal alles zusammen an Clay, was wir brauchen für einen Crucible. Den können wir dann einmal craften und brutzeln. So, dann machen wir als nächstes den Demon Crucible. Da kann man auf jeden Fall Lava drin machen. So teuer ist er eigentlich. Okay, was ist jetzt das hier? Die Satoric Gem. Und ich bin ehrlich, ich habe mich mit dem neuen. Wie heißt der Mod? Blood Magic. Habe ich mich gar nicht auseinandergesetzt. Also kenne ich noch überhaupt nicht. So, ein Charcoal. Damit können wir jetzt auch schon mal eine Fackel machen. Danke. Und jetzt bräuchten wir einmal den Slabby und 4 Kobbel. Den Slab packen wir hier hin. Ja, herzlichen Glückwunsch. So wollt. Nein, ich habe keine Spitzhacke. Ja, leck mir doch die Jagon. So.
Das ist jetzt einfach nur eine Übergangsspitzhacke. Hauptsache, ich habe eine. Pickaxe. Sehr schön. Das hatte ich von meinem Level Iron sogar. So, Fackel. Und den Koppel da rein. Und das schmilzt jetzt erst einmal. So, sehr schön. Dann nehme ich mir mal zwei Koppel. Gehe hierhin, mache mir Sticks. Mache mir einen Stonehammer. Packe das hier wieder mal zurück. Und dann müssen wir einmal den Kobbel hier kleinknüppeln. Wieso müssen wir jetzt den Kobbel kleinknüppeln? Das ist ganz einfach. Wir wollen nämlich jetzt gucken, dass wir an die hier rankommen, die Iron Ore Pieces. So. Die kriegen wir unter anderem hier aus Sand, Gravel und das. Wir wollen aber erst einmal nur Gravel haben. Unter anderem auch, weil wir es auf eine Ressource davon abgesehen haben. Und zwar Flint. Denn mit Flint können wir unser Stringmesh hier upgraden. Und zwar zu dem Flint Stringmesh. Wodurch wir schon mal bessere Ressourcen rauskriegen sollten. Sehr schön. Packen wir mal hier rein. Dann machen wir mal hier die drei Iron Ore Chunks und braten die dann auch einmal. Ja, das dauert jetzt einen Moment. In der Zwischenzeit können wir mal kurz hier hingehen und wir können einmal sagen: Collect rainwater in an oak barrel or smelt saplings in a wooden crucible. Haben wir. Craft a hammer to turn cobble into gravel, gravel into sand. And sand into dust. Haben wir auch. Sieved gravel, sand, dust in a sieve. Haben wir gemacht. Make tinkers construct tools from bone of flint. Haben wir. Make clay by putting dust into a water-filled barrel. Haben wir. Craft and cook a crucible. Haben wir. Heat a crucible with a torch and insert stones or cobble to make lava. Machen wir gerade. Und da bleibt uns nur der Cobblestone Generator. Halt. Hier im Stone Age haben wir aber auch schon was fertig. Und zwar: Make a dark room 25 blocks away from your base for spawning mobs and obtaining loot. Das ist keine 25 Blöcke, aber naja, wir haben eine Mobfarm. So. Dann unser erstes Eisen. Ja, das dauert noch eine kleine Zeit. Mit dem Eisen wollen wir auf jeden Fall einen Eimer machen. So. Und was machen wir mit dem Eimer? Wir nehmen uns Wasser und machen es aus Freshwater. Was hat die Folge schon wieder vor? Wir wollen einen Koppelgenerator machen. Und zwar so einen. So, dafür brauchen wir Wasser, Freshwater und Lava. Und so sparen wir uns halt einfach nur einen Eimer. Ach stimmt, den gibt es ja auch. Ja gut. Habe ich es ganz vergessen, aber naja. Und wir brauchen jetzt nochmal Kobbel. Böses Crucible. Barrel, meinte ich. Was kann ich gerade für Shears machen? Muss ich doch nochmal die machen? Verdammt. Ich mache mir zwei Clay-Shears. Ganz ehrlich. Hauptsache, wir kriegen einmal Laub, dass wir noch ein bisschen kompostieren können. Ich könnte mir so eine Flintschere machen, aber das sollte reichen. Wir brauchen eigentlich nur 6 Kobbel. 2 Chunks habe ich auch bekommen.
war vielleicht auch nicht so ganz schön, den ganzen Call auf einmal zu verwerten. So. Können wir gerade fällen. Super. Oh, you begin to feel comfortable handling the wooden hatchet. Das ist super. Man nennt mich auch Axtinator oder so ähnlich. So, komm. Das können wir jetzt schon mal 7. Da haben wir schon mal 3. Und 4 brauchen wir noch. Wie sieht das jetzt hiermit aus? Haben wir auch bald. Also so rein theoretisch gesehen könnte ich ja jetzt auch nochmal den alten Trick mit den... Soll ich das gerade machen? Einmal kurz den Koppelgenerator so bauen, damit... Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen. Also man kann ja einmal den Koppelgenerator auch machen, indem wir Wasser und Lava platzieren. Ich glaube, das mache ich sogar ganz kurz. Ja. Dann haben wir gleich jede Menge Crafting Table zur Verfügung. Okay. Crafting Table. So. Oh, hat mal aufgehört zu regnen. Welch Wunder. So. Und dann jetzt einmal. Kommen wir nochmal ganz, ganz blöd, weil ich jetzt keinen Bock habe. Ne, Moment. Ich muss doch noch eins verweitern. Komm, gib mir nochmal 10 Stück, das sollte dann reichen. Ich meine, Holz ist ja keine so Ressource, die uns begrenzt vorrätig ist. So, gut. Dann können wir jetzt einmal Wasser nehmen. Wasser kommt dahin. Fließt runter. Und die Lava kommt dann gleich dahin. Dann können wir munter Kobbel abfahren und können das danach wieder abreißen. Aber ich mache trotzdem noch ein bisschen Erde. Kann nicht verkehrt sein. Super. So, das dürfte jetzt aber auch jeden Moment fertig sein. Die letzten 50, gut. Auf jeden Fall. Wir werden uns dann gleich einen Cobblestone Generator machen. Und zwar den hier. Wir brauchen dafür ein Glas, einen Lava-Eimer, einen Wassereimer und 6 Kobbel. Wir können das Ganze upgraden. Momentan macht er uns dann, würde uns alle 40 Ticks einen Kobbel machen. Den können wir upgraden mit 8 Eisen zum Tier 2. Der macht einen Kobbel alle 20 Sekunden. Dann mit dir zum Tier 3. Der macht alle 10 Sekunden einen Kobbel, alle 10 Ticks. Dann mit Blazers zu Tier 4, alle 5 Ticks ein Kobbel. Und naja, dann Tier 4 mit Emeralds jeden Tick ein Kobbel. Und das war's dann auch schon. So, dafür brauchen wir aber erstmal hier diesen Lava-Eimer. Ich will mal kurz gucken. Nö. 1, 2. Sehr schön, und das war es dann auch schon. Dann einmal, komm, machen wir noch den Wundenhammer weg. Minuten haben wir geschafft. Fast 15. Schön war ich aber eben noch ein bisschen Terraria gespielt.
Habe ich ja in dem Infovideo zum Spendenstream von Trivelo gemacht. Und dafür nochmal von meinerseits ein riesengroßes Dankeschön, solltet ihr da gewesen sein. Es ist einfach. Ich finde es schön, sowas zu verwenden. Und wir haben den Cobblestone Generator Tier 1. Ne, nicht mal Tier 1. Doch, Tier 1 ist es. Und ich würde sagen, wir machen uns mal einen Drawer. Wo platzieren wir das Ganze? Nee, Moment. Da machen wir das aber eher so. Und der generiert uns jetzt. Moment, war das jetzt? Can output to inventory above. Hallo? Müssen wir das andersrum machen? Ja, gut. Dann. Oder reagiert der nur auf eine normale Vanillatruhe? Aha. Da ist der Hund begraben. Ja gut, dann müssen wir eben mit einem Hopper arbeiten. Ich würde aber sagen, wir verwenden jetzt erstmal den Kobbel, den jetzt reinkommt, zum Sieben und so weiter. Ich erweitere dann, glaube ich, schon mal die Plattform. Da können wir jetzt gleich auch schon mal ordentlich ein bisschen besser bauen. Ja. Ich würde sagen, dann gucke ich jetzt mal, dass ich jetzt gleich die Plattform hier einmal ordentlich mit Kobbel ein bisschen erweitere. Ein bisschen fester mache, dass wir auch sicherer leben können. Ja, ich würde sagen, das war dann heute eine etwas kürzere Folge. Ja gut, das ist kürzere 17 Minuten, aber passt. Aber wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein!